Mein Name ist Andreas Huder. Ich arbeite im Bereich Raumentwicklung, Verkehrsplanung und Umweltplanung. Und dort bin ich für den Bereich Umweltplanung zuständig. Ich habe meine Lehre schon als Geomatiker bei der HMQ gemacht. Nachher habe ich noch ein Studium angehängt als Umweltingenieur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil. Dann, bevor ich zurückgekommen bin zu der HMQ AG, habe ich noch in Bern geschafft. Wenn ich nicht gerade am Arbeiten bin, bin ich gerne am Snowboarden. Dort, wenn es geht, möglichst viel Tiefschnee oder sonst fahre ich im Snowpark. Im Sommer gehe ich gerne klettern. Dort, wenn es geht, möglichst hohe und steile Felswände, dass es auch eine möglichst grosse Herausforderung ist. Als Umweltingenieur bearbeite ich Umweltverträglichkeitsprüfungen oder bin auf Baustellen für die Umweltbaubegleitung zuständig. Im Bereich erneuerbare Energien machen wir Potenzialstudien, Energiekonzepte zum Beispiel für Gemeinden oder Regionen oder auch Naturberge. Uns ist immer eine Kommunikation mit den Eigentümern, den Auftraggebern, Betroffenen oder auch den Umweltorganisationen sehr wichtig. Im Bereich erneuerbare Energien läuft gerade ein interessantes Projekt für den Park Adula. Dort geht es darum, um die Förderung von erneuerbaren Energien in 6 ausgewählten Gemeinden. Und zwar konkret Trinkwasserkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Das Ziel ist Ende dieses Projekts, dass man die Eigentümer animieren kann, entweder eine Photovoltaikanlage oder ein Trinkwasserkraftwerk zu realisieren.